einen Gymnastikball hat er ins lange Eck oben rechts und den anderen flach unten links geschossen. Und dabei sind Spiegel... Stan, grinst nicht. Spiegel im Werte von 683 Mark inklusive Mehrwertsteuer kaputt gegangen. Das ist ja eine satte Torprämie, Junge, Junge. Was hast du dabei gedacht? Wie ich eine rote Karte krieg. Ach. Rausgeschmissen haben sie dich. Sag ich doch. Weißt du, wie schwierig das war, dich als Jungen in der Ballettschule überhaupt unterzubringen und jetzt sowas? Rausschmiss. Endlich! Und das hier, das ziehe ich von deinem Taschengeld ab. 683 Mark? Da krieg ich ja 3,5 Jahre kein Taschengeld mehr. Was? Hör sich das einer an. 3,5 Jahre. Und was hattest du in der letzten Mathearbeit? 5. Hey! Drei Jahre, 25 Wochen. Stimmt genau. Du bist zwar ein guter Rechner und hast dich ja fabelhaft ins lange Eck geschossen, aber die Spiegel, die zahlst du. Ach Mensch, dann kann ich mir doch keine Fußballschuhe kaufen. So ist es. Dann werde ich eben arbeiten und Windschutzscheiben putzen. Für Trinkgeld. Ich glaube kaum, dass Franz und Emil das zulassen, wenn du in Konkurrenz machst. Dann wünsche ich mir eben welche zum Geburtstag. Und ein Trikot von Blau-Gelb. Und einen Trainingsanzug. Und Schienbeinschoner. Und eine Fahne von Blau-Gelb. So. So. Kriegst du aber nicht. Dann bringe ich euch sonntags nie mehr das Frühstück ans Bett. Na, dann können wir endlich mal länger schlafen. Ich will doch nur Fußball spielen, wie du. Du warst 27 Mal Nationalspieler. Und ich will es 100 Mal werden. Klar, Junge. Aber lass dir noch ein bisschen Zeit. Hm? Der Arzt meint, deine Wirbelsäule müsste noch etwas kräftiger werden, bevor du Nationalspieler wirst. Hm? Och, Mann.